Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Gott sei mit dir, Heinrich. Okay, Kingdom Come Deliverance. Was zum Teufel machst du da? Gelobt sei Jesus Christus. Ah, jetzt stehst du plötzlich wieder. Dann viel Glück. Viel Spaß beim Liegen. Chillt halt auf dem Boden. So, unser Pferdchen ist hier. Perfekt. Und wir wollen heute... Was wollen wir denn heute? Heute machen wir fetten Angriff oder was? Wurde der Einsatzbesprechung im Zelt bei. Ja gut, dafür hätte ich nicht auf mein Feld, Pferd müssen. Egal. So, der andere pennt wahrscheinlich. Deswegen interessiert es mich nicht. Scheiß Bug. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Nur zu... Ich verrate meinen Herrn nicht. Ah, Heinrich, du kommst wie gerufen. Dieser Narr baumelt lieber am Galgen, als den Mund aufzumachen. Du weißt mehr über ihn als wir. Vielleicht bringst du ihn ja dazu zu singen. Na, Erik? Denn Erik. Erik, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Okay. Wer ist Toff? Wer ist dieser Toss? Eine Waise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Gut, das kriege ich nicht hin. Das er. Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch. Okay. Wie viele Männer hat er in der Burg? Wie viele Männer hat er in der Burg? Woher soll ich das wissen? Anfangs waren wir fast 70 und nun ist vermutlich nur die Hälfte übrig, wenn überhaupt. Aber immer noch mehr als diese Burg je beherbergte und genug, um sie zu verteidigen. Okay, das kriege ich nicht, aber ich probier's mal. Woher kennt ihr euch? Was spielt das für eine Rolle? Na ja, gut, war ein Versuch wert. Wessen Befehlen gehorcht er? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Wir tauschen dich für die Geiseln, okay. Pass auf. Toss hat Geiseln in der Burg und wir haben dich. Wie wäre es mit einem Tausch? Hältst du ihn für einen Narren? Glaubst du wirklich, er würde das Einzige aufgeben, das euch davon abhält, anzugreifen? Dem würde er nie zustimmen. Bete lieber, dass er es tut. Denn falls wir angreifen, bist du wertlos für uns. Was glaubst du, wird wohl aus einem nutzlosen Banditen wie dir werden? Na gut. Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Istvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislawitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Jetzt bin ich neugierig. Weshalb sollte ihm so viel an dir liegen? Bist du etwa sein Geliebter? Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei, augenscheinlich ist der Junge kein gewöhnlicher Halunke und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel wie uns an seinen Geiseln? Das wird die Zukunft zeigen, würde ich fast behaupten. Nun, Divish. Es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Ich werde dir das überlassen, Hanusch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Bringt den Gefangenen zum Wehrgang. Herr Istvan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig. Doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht.
Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Erik etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihn nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Schade. Ausgesprochen schade. Ich will mich immer noch. Ich kann auch einfach die Leiter mit. Die Leiter sich in die Burg erklimmen und dann alle umbringen, alleine. Ich brauch keine Leute. Tja, Freunde, was schlagt ihr vor? Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Dratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanusch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Okay, der letzte Angriff, oder was? Spiel gespeichert. Das ist ja nicht so. Gut, dass du da bist. Zu deinen Diensten. Zu deinen Diensten, Herr. Ich bin im Begriff, den Befehl zum Angriff zu geben. Und da wir es größtenteils dir zu verdanken haben, dass der Drehbock noch steht, sollte dir die Ehre des ersten Schusses zufallen. Es wäre mir eine Freude. Meine Festung zu zertrümmern? Mich begeistert das wenig. Verzeih, Herr. So war das nicht gemeint. Da ist nichts dabei. Die Männer beladen den Drehbock. Du musst nur den Hebel betätigen. Ich schätze, das kriege ich hin. Dann nehmen wir Talmberg ein paar Tage in die Mangel. Herr Robert erklärt dir, was danach geschieht. Mach's gut. Okay. Habe ich gemacht. Gib den ersten Schuss des Tribocks ab. Ladet den Tribock! Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Alter, wir sind im Krieg.
Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalmberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Na gut. Schade, dass sie sich nicht... Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer... Ja, kennen wir schon. Gut, bin ich zur Hilfe, hätte er uns beinahe wieder erwischt. Lebe wohl. Ich will den Tribok nutzen. Was geht jetzt erst los? Beladet den Tribok! Alle Männer, macht euch bereit! Gott sei mit dir, Heinrich. Beeil dich. Krass, stellt euch vor, das Ding schwingt hier nach hinten gegen seinen Kopf und er ist tot. Oh mein Gott, das wird wirklich passieren. Oh, Scheiße. Ist das dein Ernst? Das sieht fast danach aus, als würde es passieren. So, und wie nutze ich den Scheiß jetzt? Jetzt beeil dich mal mit diesem scheiß Stein, ey. Soll ich dir helfen? Was zur Hölle machst du da? Ich wollte dir helfen. Ich weiß, die Steine sind schwer, aber zu zweit ging das doch viel schneller. Ich will schießen. Oh, der kriegt das Ding voll gegen den Kopf. Guck mal, wie er steht. Oh mein Gott, mir schwant übelst. Hä? Der ist einfach durchgeschoben. Oh. So. Wo ist der Auslöser? Ich will loslesen. Wie löse ich den Scheiß aus? Ah. Was? Okay, hätte nicht gegen den Kopf gekriegt. Kabumm! Die anderen setzen sich erstmal zum Essen. Ist klar. Wie das hin und her schwingt. Hallo? Wollt ihr nicht weitermachen? Und nu? Ja, toll. Ihr hättet wenigstens zugucken können. Das war mein großer Moment. Was nun? Divish meinte... Herr Divish. Ist doch egal, oder? Das ist doch einerlei, oder? Ist es nicht. Was zur Hölle machst du da? Herr Divish meinte, du würdest mir sagen, wie es weitergeht. Ja, hey, wir sehen zu, wie Ishtwan sich in die Hosen scheißt. Das ist alles? Zumindest für ein paar Tage. Wenn du noch was erledigen willst, dann jetzt. Vergiss nur nicht zurückzukommen. Alles Gute. Was zum Teufel? Ich bin durch. Das heißt, die finale Schlacht, oder was? Huh. Ich bin wieder da. Ich bin zurück. Bist du blind? Thalmberg steht noch unter Beschuss. Du bist zu früh. Oh, zwei Tage warten, oder was? Alles Gute. Warum nicht? Na gut, zwei Tage warten. Ich meine, ich kann eh nichts anderes machen. So. Da Herrn Divishs Banner noch nicht über Thalmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau. Dieser Ishtwan ist ein sturer Bastard. Also gut. Wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an, am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, Heinrich. Dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Okay. Das Tor einnehmen? Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz, wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Angriff auf die Westmauer. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer.
was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Okay, und wie nehmen wir den Wehrgang dann ein? Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Klingt gut. Ich krieg das schon hin. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Ich wollte das Tor nehmen. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Istvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Steh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Gott sei mit. Okay, seid ihr bereit? Ist zwar kein Herr der Ringe, aber ja, sieht schon ein bisschen nach Krieg aus. Oh, nice. Attacke! Gut gezielt. Ich meine, wenn man so einen Herr-der-Ringe-Krieg nimmt, ist das natürlich hier Spielzeug, was wir hier machen. So zwei, drei Soldaten reinschicken. Aber egal. Es soll ja hier nicht ein bisschen zu viel werden, sondern perfekt werden hier. Greif an! Stürme die Mauer! Bürger! Super. Mitten im Krieg habe ich die Bürgereigenschaft bekommen. Na gut. Angriff! Auf sie! Ich hätte lieber das Tor genommen. Na komm! Ich kann doch nicht raufklettern. Das wäre zu cool gewesen. Ihr seid schneller. Komm. Nehme ich. Ich bin der Erste im Kampf. Folgen mir auch Leute? Okay, wir sind alleine. Egal. Alleine erreiche ich mehr. Hallo. Bitte nicht runterschubsen. The fuck? Au! Holy shit! Okay. Okay! Okay! Okay. Versuchen wir es nochmal. Leider kann ich im Kopf nicht speichern, weswegen ich jetzt die Leute vorlassen werde. Ich musste nämlich gerade den ganzen Scheiß nochmal machen. Mit stundenlang warten und so. Kann ich nicht jetzt schon mit meinem Bogen raufzielen? So. Ich brauche Freiwillige, die vorgehen. Bitte. Ich nehme auf jeden Fall die hintere Leiter, wenn es losgeht. Es muss nur einer vor mir sein. Seid ihr tot? Warum? Warum sind die tot? Hä? Ist mir egal. So. Jetzt ist da oben jetzt auf jeden Fall schon mal Krieg. Ich bin der Einzige. Super. Erstklassig. So können wir auf jeden Fall gewinnen. So, ich bin mal hier oben.
auf sie! Säubert die Wehrgänge! Hör ich eine Frau? So, kriegst du noch einen. Schubst ihn doch nicht weg. Oh Gott, nicht auf mich. Oh komm. Sag mal, wie viel überlebst du denn? Weg mit dir. Wer ist der Dieb? Okay, weiß ich schon. Ist nicht dein Ernst, dass ich dich treffe, ey. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ah, oh, ist das bitter. So, was habe ich denn noch für Pfeile? Oh, verbesserter Spitzpfeil mit 150 Schaden. Das klingt doch gut. So, weg mit dir. Ist nicht dein Ernst, dass ich da verfehle, ey. Du musst denen am Tor helfen, Mann. Verzieh dich. Geht doch. Ich könnte deine Pfeile gebrauchen. Wundpfeile wären natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann verbluten die langsam. So, hier sind wir am Tor. Heilige Scheiße. Oh, toll, ich habe eine getroffen. Waffenknecht, Waffenknecht. Ich töte nur meinen eigenen, ich gehe auf die andere Seite, ist mir egal. Das ist mir zu unübersichtlich. Ich habe jetzt zwei von meinen Leuten getötet. Ne, die heißen alle Waffenknecht. Alles gut. Vielleicht habe ich doch nicht meine getötet. Aber woher soll ich wissen, wer der Gegner ist? Ich meine, hier ist es jetzt doch klar. Gut, meine Leute sind gelb. Und die anderen sind halt nicht gelb. Oh, ich treffe einfach nicht, ey. Weg mit dir! Das war ein Headshot! Stimmt doch einfach! Immer schön in den Rücken. Zack! Okay, den haben wir ausgeschaltet. Ist es schön hinten zu sein und einfach drauf zu ballern. Oh. Noch einer weniger. Ich habe ihn nicht getroffen. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Jetzt weg! Ich treffe den nicht! Leute, Hilfe! Toll. Ich gehe mal auf die andere Seite. Mal gucken, ob ich mich hier irgendwo langschleichen kann. Hilfe! Oh, danke. Das war uncool. Schön rumschubsen, den Typen. Schön rumschubsen. Gebt alles, Männer. Sehr viel Leben kann der Typ nicht mehr haben. Wie habe ich den hinteren getroffen? Egal, das war ein Gegner. Au. Ich treffe den nicht. Wie? Habt ihr das gesehen? Durch beide hindurch getroffen. Arschlöcher, ey. Ich will mich trotzdem hier lang schleichen. Ich schaff das schon. Ich bin ein großer, starker Junge. Ich komme alleine klar. Ich hätte gerne irgendwie so Dynamit oder so Granaten, irgendwie sowas in der Art. Ach, hier wurde drauf geschossen, ne? Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Na gut, hier ist alles gesichert. Wissen wir Bescheid. Die prügeln sich immer noch. Einfach nur nicht die Roten angreifen. Ich hasse es, dass die sich bewegen. Bleibt doch einfach stehen. Ihr seid doch eh tot. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, cool. Okay, zumindest habe ich einen von denen getroffen. Wie viele Leute hier sind? Und das in diesem engen Gelagere, weißt du? Oh, ich habe einen getroffen. Fein ins Knie, bis jetzt eine Stadtwache. Easy. Wieder prügelt sich noch jemand, achso.
Da sind wir durch. Hey, was haben wir zertrümmert? Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Scheiße. Hier kann ich auch nicht rein. Leute! Ich kann euch da nicht helfen. Ich glaube, ich habe getroffen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Okay, wie wär's mit Wundpfeil. Wundpfeil klingt doch gut. Ah, wie soll ich ihn da treffen? Ich kann nichts machen als zugucken. Oder meine eigenen Leute töten. Das läuft doch ganz gut. Ich traue mich nicht zu schießen. Oh, ich habe ihn getroffen. Okay. Verteidigung verbessert. Yeah, baby. Wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich Istvan Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanusch. Istvan! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Außer ich. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig? Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Ehre? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke.
Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Devish! Stephanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet frei. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn! Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Mission complete. So, Thalmberg haben wir zurückerobert, Freunde. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir, wie es mit Ratzig vorangeht. Werden wir ihn retten? Wird er tot sein? Ich meine, als Plot-Twist müsste er eigentlich sterben. Sind wir doch ganz ehrlich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.